Endlich ist der neue Fürther Cheftrainer da. Nach der 1:3 Auswärtspleite in Heidenheim hat Alexander Zorniger heute losgelegt. Drittes Spiel ohne Gegentor. Der Club teilt sich die Punkte mit Hannover und wir schauen noch zum Eishockey nach Höchstadt. Die Alligators spielen dort in der Oberliga eine sehr gute Saison. Das alles jetzt in der Toto Sportkabine. Und ich freue mich auf meinen heutigen Studiogast, Daniel Tratz, Teammanager von den Höchstadt Alligators. Servus, Daniel. Ihr habt ein spannendes, turbulentes Wochenende hinter euch. Ein Sieg, das war sehr knapp, und eine sehr deftige Niederlage. Wie ordnest du es als Teammanager ein? Ja, servus. Ja, ich glaube, war ein spannendes Wochenende für die Fans. Zu Hause gegen Lindau haben wir dann in der Overtime gewonnen. Hart umkämpftes Spiel. Bis zur letzten Sekunde war spannend und dann eben in der Overtime haben wir dann doch den Sieg für uns erringen können. Und ja, Rosenheim ist natürlich einer der Top-Favoriten in der Oberliga dieses Jahr um den Aufstieg. Aber auch da haben wir uns, glaube ich, wacker geschlagen, auch wenn das Ergebnis 5:0 ausgefallen ist. Ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, hätte es auch 3:1 ausgehen können für Rosenheim oder 3:2. Oder mit ein bisschen Glück hätten wir auch Punkte mitnehmen können. Von daher sind wir trotzdem zufrieden. Ich habe es eingangs erwähnt, gute oder sehr gute Saison bis jetzt? Ja, ich glaube, wenn man 6 Siege aus 8 Spielen hat, kann man doch von einem sehr guten Saisonstart sprechen für uns. Auch wirklich der aktuelle Tabellenplatz 3 nehmen wir natürlich auch gerne mit, auch wenn natürlich noch ein paar Spiele zu spielen sind in der Saison. Die Zielsetzung, klar, Playoffs. Letzte Saison macht dann Lust auf mehr und alle Sportler kämpfen natürlich für das große Ziel, in den Playoffs dabei zu sein. Ja, ich denke mal, unser Ziel ist natürlich wieder die Playoffs, auch zumindest über die Pre-Playoffs Heimrecht, dass wir da reinkommen, also quasi 7. Platz haben wir uns mal als Ziel, Minimumziel gesetzt. Wenn wir 6. sind, nehmen wir auch gerne mit. Auch natürlich sollten wir aus irgendeinem Grund 3. bleiben. Am Ende nehmen wir natürlich auch gerne mit, aber ich glaube, wichtig ist, sich einzuordnen, wo man hingehört. Und da sehen wir uns schon 6., 5., 7. Platz in der Region. Du hast gesagt, Einordnung in der Oberliga, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das sind ja auch viele Traditionsvereine, die man sonst auch kennt. Weiden, Rosenheim, Tölz, Deckendorf. Wie kann man sich da als Höchstadt dann behaupten? Ja, ich glaube, es ist wichtig, einfach über den Kampfgeist, über den Spaß reinzukommen. Ja, wir haben auch vor 3 Jahren eben wirklich das Konzept ein bisschen ummodelliert, sage ich mal, nach einer nicht so starken Saison. Hat uns natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, Corona ein bisschen geholfen. Und dann haben wir einfach wirklich auch viele junge Spieler gesetzt, die sich einfach zeigen wollen, die vielleicht in anderen Vereinen nicht so viele Eiszeit bekommen haben. Und das ist einfach im Moment komplett aufgegangen. Auch mit Nemo haben wir einen Trainer, der einfach haargenau weiß, wie er die Jungs einsetzen muss und kann. Und da hat er einfach ein gutes Händchen dafür. Und ja, und ich glaube, der sportliche Erfolg gibt ihm natürlich auch voll recht. Absolut. Daniel, wir reden gleich weiter auch über deinen Werdegang vom Spieler zum Teammanager. Ist ja auch spannend. Wollen jetzt aber schnell zum Fußball schauen. Gestern hat die Spielvereinigung Alexander Zorniger verpflichtet. Heute stand er gleich das erste Mal auf dem Platz. Nach der 1:3-Pleite in Heidenheim wartet viel Arbeit auf den 55-Jährigen. Fürth wagt mit Zorniger den Neuanfang und Neustart. Der 55-Jährige sucht Gespräche, beobachtet genau, korrigiert und unterbricht immer wieder die erste Einheit. Nach Stationen in Dänemark und Zypern geht es zurück nach Deutschland. Jetzt heißt es Team und Verein kennenlernen. Beides, ja, wobei ich konzentriere mich jetzt schon sehr viel mehr auf die Mannschaft wie auf den Verein. Da gehe ich einfach davon aus, dass man relativ viel zur Verfügung stellt, damit wir möglichst schnell wieder in bessere Zeiten kommen. Das muss ganz klar die Priorität 1 sein, jetzt gerade eben punkten in den nächsten 4 Spiele. Und dann gehen wir in eine Vorbereitungsphase, wo wir dann natürlich auch wesentlich mehr an ein paar Dinge schrauben können. Sie haben sich ja schon einen ersten Eindruck geholt, gestern in Heidenheim, heute beim ersten Training. Was macht die Mannschaft auf Sie für einen Eindruck? Ja, ich denke, gestern war es so ein bisschen eine Mischung. Ja, man hat eigentlich gemerkt, dass das Punktokonto nicht richtig fett ist und damit das Selbstvertrauen auch nicht richtig fett ist. Das hat man gemerkt. Ich fand es trotzdem noch okay, wie sie in der zweiten Halbzeit dann damit umgegangen sind. Die Umstellung hat funktioniert. Aber insgesamt auch jetzt halt in der Ansprache, es ist in der relativ klar. Das ist jetzt nicht eine Truppe, wo 14 Spieler hat, die so dastehen und sagen, lass mich einfach auf den Platz, ich richte es schon. Aber wir werden da das eine oder andere sicherlich in relativ kurzer Zeit auch schon bewerkstelligen,
damit dieses Gefühl wieder Spiele zu gewinnen und auch Zweikämpfe zu gewinnen, aggressiv zu spielen auf dem Platz. Welche Zielrichtung haben wir eigentlich mit dem Ball? Wollen wir den Ball einfach nur zur Selbstbeweihräucherung oder sollte der irgendwo hin, wo es dem Gegner auch wehtut, das wollen wir relativ schnell reinkriegen. Sie haben es angesprochen, die erste Ansprache. Wie muss ich mir das oder wie kann ich es mir vorstellen? Sie müssen keine Internas ausplaudern. Ist das erstmal ein Kennenlernen oder auch wirklich konkrete Vorstellungen, wie die nächsten vier Spiele ablaufen sollen? Nee, aber die Kernpunkte. Ja, für was ich stehe, was wir vielleicht auch ändern jetzt gerade eben. Ja, klar, der Schwerpunkt war ganz klar. Die Mannschaft hat grundsätzlich einen Ansatz, wo sie mit dem Ball spielt. Nur mit dem Ball spielen ganz, ganz wenige Mannschaften in der Welt. Selbst der Weltmeister. Von 2018 hat trotz Top-Qualität halt sehr, sehr viel gegen den Ball gespielt. Und deswegen, wir werden gegen den Ball spielen. Gegen den Ball heißt nicht, dass wir defensiv spielen. Ich glaube, wer meinetwegen ein bisschen verfolgt hat, der weiß schon, dass ein bisschen was los ist auf dem Platz. Und das wollen wir jetzt wieder machen. Nur wir brauchen ein hohes Maß an Grundaggressivität. Wir brauchen eine gewisse Schwarmintelligenz, dass jeder weiß, was der andere auch macht. Das wird vielleicht ein bisschen Zeit dauern. Aber aggressiv sein, das kann jeder. Sein Weg geradlinig und seine Mission klar. Er soll Fürth aus dem Tabellenkeller führen. Ganz von meinen Prinzipien ist schon, erwarte nichts von den Spielern, was du nicht mit ihnen trainierst. Deswegen, wir haben eine kurze Woche, da bleibt es nicht ganz so viel Zeit. Aber ich denke schon, dass es ein paar von den Key Facts, wie wir Fußball spielen wollen, die können wir schon auch reinkriegen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich eine Handballmannschaft übernehme und denen jetzt mal Zweitliga-Bundesliga-Fußball beibringen soll. Ja, sondern das sind Profis, ja, das sind richtig gute Kicker und da wird man ein paar Schrauben jetzt drehen. Für Ihre Entscheidung, wie wichtig war es auch, dass die Philosophie vom Verein zu Ihnen passt? Ich denke, das ist ja ausschlaggebend auch, wenn man sich dann für einen neuen Verein entscheidet. Was für mich ausschlaggebend war, waren die handelnden Personen. Das Bestreben, dass sie mir wirklich den Eindruck gegeben haben, wir würden dich, wenn es irgendwie geht, wirklich gern hier haben. Ja, das ist für mich immer ausschlaggebend, weil ich schon auch ein bisschen eine Person bin, der kann vielleicht mal das eine oder andere mal ein bisschen polarisieren. Und dann brauche ich aber auch die Rückendeckung, dass der Verein weiß, wen sie sich da ins Haus geholt haben. Ja, und im positiven Sinne. Es hört sich so ein bisschen nach einer Zecke an. Das bin ich nicht, sondern ich will erfolgreich sein. Ich bin jetzt wieder in Deutschland. Das ist wieder was anderes. Man sieht es, als ich Zypern verlassen habe, waren 27 Grad. Jetzt muss ich Regenjacke anziehen und Hut aufsetzen. Wir werden da so in das reingehen, wie wir es abgesprochen haben, natürlich hauptsächlich mit Rashid, auch mit Holger. Da habe ich keine Storys erzählt, sondern ihr wisst genau, wie ich bin. Das war bei den Gesprächen dann auch klar. Ich muss wissen, wie ihr tickt, damit ich weiß, dass ich mit meiner Familie hier am richtigen Standort bin und andersrum auch. Ich habe ganz viel positives Feedback gekriegt. Das tut mir vielleicht auch gut, dass ich jetzt bei einem Verein bin, wo es auch eine gewisse Ruhe auch in Stresssituationen gibt. Und das ganze Paket hat sich dann einfach stimmig für mich angefühlt. Es gibt auch noch eine persönliche Komponente. Ja, das ist nicht mehr so weit weg von der Heimat. Nach 6 Jahren Ausland tut es dann irgendwann auch mal gut, ja, wenn die Mutter ein bisschen schneller vielleicht zu erreichen ist und auch die Eltern von meiner Frau. Das war mit ein Faktor. Aber klar, ich bin eigentlich da, möglichst schnell viele Spiele zu gewinnen. Viel Zeit bleibt nicht. Freitag kommt Bielefeld, ein direkter Konkurrent. Für die letzten 4 Spiele vor der Pause braucht es den Schulterschluss in Fürth. Eins ist ganz klar, gerade in so einem Verein wie Fürth, wir brauchen natürlich den Support am Wochenende. Und da geht es auch nicht darum, dass das erste Mal ein attraktiver neuer Trainer da ist, sondern da geht es darum, dass es im Moment eigentlich überhaupt nicht um Eigenschicksale geht, sondern darum, so schnell wie möglich das Kleeblatt wieder auf die richtige Schiene zu setzen. Wie schwer ist es? 4 Spiele, dann beginnt ja die Saison mit dieser Unterbrechung eigentlich nochmal von 9. Ist da auch nochmal dann was anderes geplant oder denkt man eigentlich noch gar nicht so weit? Wir haben jetzt ein bisschen was an der Struktur der Vorbereitung umgestellt. Ja, wir stehen nicht gut, wir müssen ein bisschen mehr machen. Da gibt es überhaupt keine Probleme beim Team. Es war ja auch so, dass das Kleeblatt sehr früh angefangen hat mit als erstes und dadurch natürlich auch es eine kurze Erholungszeit gegeben hat aus der ersten Liga raus. Wir müssen die Jungs auch einfach mal Zeit geben, jetzt wieder der Kopf frei zu kriegen, aber zunächst gibt es mal die 4 Spiele so erfolgreich wie möglich anzugehen und dann werden wir schauen, was wir machen. Ich bin dieses Jahr natürlich sehr happy, dass wir eine relativ lange Vorbereitungsphase haben, weil da können wir schon ein bisschen was loslegen. Losgelegt hat Alexander Zorniger. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Bei seiner Premiere gegen die Arminia soll und muss die Spielvereinigung am besten dreifach punkten.
Ja, Bielefeld, Braunschweig, Hamburg und dann Darmstadt. Danach geht es in die Pause und es darf neu abgerechnet werden. Immer mittendrin und in der Verantwortung ist Rashid Asusi. Der neue Trainer ist da. Ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt euch auch ein bisschen Zeit gelassen. Ich glaube, es steht schon länger fest, dass Zorniger übernimmt. Heute der erste Tag. Was erwartet ihr euch jetzt von dieser Verpflichtung? Erstmal ist es nicht so, dass wir uns Zeit gelassen haben. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sorgfältig diese Personalie auch angeht und letztlich die richtige Entscheidung trifft. Und es ist auch nicht immer so, dass man Leute fragt und es ist sofort ein Abschluss da. Also es ist schon wichtig, dass man zueinander ein Gefühl bekommt, wir zum Trainer, der Trainer zu uns aber auch. Und von daher sind wir super froh und super zufrieden, dass wir Alex bekommen haben, dass Alex gesagt hat, er sieht in diesem Verein sehr, sehr viel, er sieht in dieser Mannschaft auch sehr viel, aber er sieht natürlich auch, an was wir arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Wie seid ihr dann auf den Namen gekommen? Ich denke, der Kandidatenkreis war dann ziemlich klein. Ihr habt eine gewisse Philosophie. Passt die dann 1:1 dann auch überein? Das ist ja ganz, ganz wichtig und entscheidend in der jetzigen Phase. In der jetzigen Phase ist es wichtig, dass du jemanden bekommst, der die Mannschaft da packt, wo sie gepackt werden muss. Und deswegen ist das absolut die richtige Entscheidung und perspektivisch. Und so haben wir natürlich auch gedacht, muss es natürlich auch zu unserem Verein passen. Und davon sind wir zu 100% überzeugt. Und letztlich geht es darum, jetzt das gemeinsam anzupacken. Wir sind jetzt 18. Weiter runter geht es nicht mehr. Es bedeutet aber auch eine Riesenchance, da auch wieder rauszukommen. Und ich bin zu 100% überzeugt, dass wir in der Konstellation das schaffen werden. Aber es wird dauern, es wird Zeit brauchen. Aber wenn wir zusammenstehen, dann werden wir das auch hinbekommen. Ein neuer Co-Trainer ist auch mit dabei. Wie wichtig war es, dass die zwei noch da bleiben, weil man einfach viel Input auch braucht, was gelaufen ist, wie man die Mannschaft auch anpacken muss? Ja, ich glaube auch noch da nochmal wirklich ein Riesenlob auch an den Staff, der das jetzt in der Interimsweise auch übernommen hat, die zu 100% alles reingehauen haben, auch wenn man es vielleicht gestern in der ersten Halbzeit nicht gesehen hat. Aber sie haben alles versucht und die Gefühlslage eigentlich nach der Trainingswoche war sehr, sehr gut. Aber manchmal kommt es halt anders im Fußball. Nein, es ist wichtig, dass erstmal Alex seine Vertrauensperson noch mitbringt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gehört sich auch so. Aber auch genauso wichtig, dass er gesagt hat, Mensch, das Trainerteam ist gut und ich möchte mit denen zusammenarbeiten. Ich kenne den Rainer, ich habe mich über Stefan informiert und weiß, wie er tickt und wie er arbeitet. Also von daher war das ganz, ganz wichtig. Zum Sportlichen noch, Bielefeld, Braunschweig, Hamburg, Darmstadt, dann ist die Vorrunde vorbei. Ich weiß, Prognosen in Liga 2 sind ultra schwer, aber es sind 4 immens wichtige Spiele, auch 2 direkte Konkurrenten mit dabei. Ja, alles wichtige Spiele, die ganze Zeit schon. Wie gesagt, gefühlt eigentlich mit dem zweiten Heimspiel gegen Karlsruhe schon Abschiedskampf und irgendwie die Welt geht unter. Situationen brauchen wir nichts beschönigen. Die ist beschissen, muss man ehrlicherweise so sagen. Wenn man sich das anschaut, ist es trotzdem sehr, sehr eng. Sogar bis Platz 10, 11, sogar 9. Aber natürlich, wenn du keine Spiele gewinnst, dann brauchst du nicht sagen, dass es eng wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir von diesen ganzen Unentschieden, die wir gemacht haben, dass wir mehr davon auch jetzt dann auch anfangen zu gewinnen und die Niederlage natürlich so gering wie möglich halten. Aber in erster Linie wird es einfach darauf ankommen, dass wir jetzt noch eine ordentliche Punktzahl holen bis zur Winterpause. Im Kopf habe ich schon eine. Wenn wir das machen, dann werden wir gut dabei sein. Und dann geht es darum, wirklich auf den Reset-Knopf zu drücken, endgültig dann auch, um dann in der Rückrunde auch das zu zeigen, wofür wir stehen in Fürth. Das heißt, in der Rückrunde auch Personal nachzuholen. Habt ihr da schon Gedankengänge oder muss man jetzt erstmal den Trainer auch machen lassen? Ja, genau. Erstmal den Trainer machen lassen. Nochmal, wir haben mit dem Trainer gesprochen. Der Trainer wird sich natürlich die Mannschaft dann auch nochmal im Detail anschauen. Auch nicht nur aus der Ferne oder Videomaterial, sondern halt einfach jetzt, indem er sie einfach auch kennenlernt. Und ich glaube, dann werden wir dann drüber sprechen, ob wir was machen, ob es nötig ist. Wie gesagt, im Schlechten kann man immer darüber sprechen, dass die Mannschaft vielleicht nicht gut ist oder was. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass die Mannschaft das Potenzial hat. Wir haben es nicht gezeigt. Dafür gibt es viele Gründe im Grunde genommen. Und der wichtigste ist natürlich von der Mannschaft selber. Da brauchen wir ein anderes, insgesamt einfach ein erfolgreicheres und intensiveres Spiel.
Abschließend noch, du hast gesagt, die Situation ist bescheiden. Wie nah geht sie dir persönlich? Wie sehr musstest du mitleiden? Es ist ja schon was anderes, wenn man in der Verantwortung steht, auch in der Kritik dann steht und man muss sich eigentlich immer rechtfertigen. Nee, ich rechtfertige mich nicht, ehrlich nicht. Weil diese ganzen Dinge, die wir machen, ne, die machen wir aus Überzeugung. Menschen machen Dinge und Menschen machen dann auch mal vielleicht Fehler. Aber der entscheidet, der muss auch damit leben, dass er dann auch mal Fehler vielleicht macht. Wenn es Fehler gab, das sollen dann andere entscheiden. Ich glaube, dass wir das, was wir in den letzten 5 Jahren hier gemacht haben, dass wir dafür sehr, sehr dankbar sein müssen. Dass jetzt die Situation so ist, wie sie ist, das ist nicht schön. Und dafür müssen wir uns letztlich dann auch hinterfragen lassen. Das ist auch alles in Ordnung. Aber auf der anderen Seite wirklich, ich bin selbstbewusst genug zu sagen, dass wir hier vieles richtig gemacht haben. Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber vieles. Und die Dinge, die wir nicht richtig gemacht haben, die versuchen wir jetzt zu korrigieren und versuchen es besser zu machen. Und dafür stehe ich. Was das mit mir macht, das ist mein Verein. Wer das noch nicht weiß oder das nicht versteht, der kann nicht nachvollziehen, was das mit einem macht. Ja, und das ist ja schon eine ziemlich längere Zeit, dass wir nicht viele Spiele gewonnen haben. Und wie gesagt, wer mich kennt, der weiß, 24 Stunden sind meine Gedanken hier bei dieser Spielvereinigung manchmal vielleicht auch zu viel, muss man ehrlicherweise sagen, weil meine Familie in Mitleidenschaft, die ich in Mitleidenschaft damit ziehe, aber ich kenne mich jetzt auch lange genug und wissen, wie ich ticke. Von daher werden wir auch das gut hinbekommen. Ja, und wir schicken Sie jetzt zur Spielvereinigung. Wir verlosen VIP-Tickets gegen Bielefeld mit freundlicher Unterstützung von Lotto Bayern und Toto rund um Sorglos-Paket. Also das Spiel anschauen und hoffentlich Daumen drücken, dass die Spielvereinigung gewinnt. Einfach auf unsere Facebook-Seite gehen und die Tickets abstauben. Wir wechseln jetzt noch schnell zum ersten FC Nürnberg. 0:0 gegen Hannover, positiv das dritte Spiel ohne Gegentor. Es war dann heute so ein Spiel, wenn du nicht gewinnen kannst, dann darfst du es nicht verlieren. Das haben wir geschafft. Wir haben ja 2, 3 Situationen gehabt, auch zweite Hälfte nochmal von Castro, aber in der Summe zu wenig Torchancen. Wir haben brenzlige Situationen auch überstehen müssen. Gerade bei Standardsituationen sind sie unheimlich stark und da haben wir auch 1, 2 Mal Glück gehabt. Man hat generell am Mittwoch gesehen, welche tolle Mannschaft die Hannoveraner aktuell sind. Und deswegen müssen wir dann auch mal mit dem Punkt leben. Wir haben wieder 0 gespielt. Wir haben eine Woche erlebt jetzt mit 2 Siegen und einem Unentschieden mit 3:0. Wenn man sich die letzten Monate anschaut, dann haben wir einfach viel zu viele Gegentore bekommen. Und wenn du jedes Mal 2, 3 Tore bekommst, dann ist das einfach schwierig. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann hat der Club in dieser Saison gegen die hinteren Mannschaften gewonnen und das auch immer wieder ganz knapp und gegen die vorderen Mannschaften oder gegen die ersten 12 immer 2, 3 Gegentore bekommen und das war definitiv zu viel und das war abzustellen und deswegen war das der erste Ansatzpunkt jetzt eben wieder mal 0 zu spielen, das ist uns jetzt gelungen, aber natürlich geht es auch irgendwo zu Lasten der offensiven Kreativität, aber das sind dann die nächsten Schritte. Aber Fakt steht für mich, je weniger Tore du bekommst, umso weniger musst du schießen, um dann auch Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Wir haken den Fußball ab. Daniel war tapfer und ist sitzen geblieben. Du bist Teammanager. Wie muss ich mir die Aufgaben vorstellen, die du alle machst? Ja, gefühlt alles so ein bisschen. Nee, ich glaube, mit dem Trainer gehen wir natürlich eben nach der Saison oder während der Saison gehen wir schon in die Planung, Spielerverträge aushandeln, natürlich auch mit neuen potenziellen Neuzugängen schon sprechen. Natürlich auch hin und wieder reden wir mit Sponsoren, wenn es heißt, Mensch, da können wir noch mal ein bisschen nachverpflichten.
oder da und da haben wir noch ein bisschen Potenzial. Aber natürlich auch eben innerhalb vom Verein wirklich so eine kleine Schnittstelle. Das war uns einfach auch wirklich wichtig, dass wir da einfach auch ja, schneller, agiler sind. Und ja, das hat ja die letzten zwei Jahre so ganz gut geklappt. Du hast es vorhin schon erwähnt, Corona-Pandemie war für euch positiv, weil die Saison abgebrochen wurde. Trotzdem spürt man noch so die Auswirkungen, auch im Nachwuchs. Jetzt kommt noch die Energiekrise dazu. Ist es so eine Gesamtgemenge, die es natürlich nicht leichter macht für euch als Verein? Nee, glaube ich, vor allem für die Kleinvereine. Und zwar, ja, wir waren auf einem guten Weg, glaube ich, wirklich dann auch. Und dann mit der Corona-Krise, ja, war natürlich erstmal der Sport eingestellt worden, auch für Nachwuchs. Ein Jahr, dann eben im zweiten Jahr gab es ja auch Probleme, wie geht's los, wann kann man wieder Sport machen und. Und ja, das Eishockey ist halt jetzt leider nicht die Sportart, wo die Jungs zu Hause irgendwas machen können, wie mit dem Fußball, einfach im Garten ein bisschen zocken. Ja, das ist da leider ein bisschen schwieriger. Und das hat uns natürlich eben extrem wehgetan. Und da müssen wir auch heute noch kämpfen, wirklich eben wieder Kinder zu akquirieren. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass eben von unten ganz, ganz viele nachkommen. Weil es bleibt ja auch nicht jeder sein Leben lang dem Sport treu. Ja, man wechselt ja doch die Sportart hin und wieder im jungen Alter. Und da sind wir auch wirklich dran mit Schulen, mit Nachwuchstrainern, dass wir da auch wirklich die Kleinkinder holen. Und ja, ich glaube, wie so viele Sportarten haben immer noch ein Problem mit den Zuschauern auch. Ja, ein kleiner Zuschauerschwund ist auch noch da. Ich meine, dank Corona haben wir auch eben durch Spray TV einfach eine Fernsehübertragung geschaffen für die Möglichkeit, für die Zeit in der Pandemie. Und das ist einfach so gut angekommen, wo man gesagt hat, okay, wir professionalisieren uns, machen das auch weiterhin. Aber natürlich bleiben dann auch hin und wieder Zuschauer zu Hause. Anstatt viermal ein Ticket zu kaufen, reicht nur noch ein Ticket. Um quasi Pay-Per-View, ja, und das schadet natürlich dann den Vereinen irgendwo auch. Auf der anderen Seite ermöglicht man damit natürlich auch den Gästefans, immer dabei zu sein. Also, gemischte Gefühle. Daniel, wir wollen jetzt natürlich auch Werbung machen. Einmal, dass die Leute ins Stadion kommen oder der Nachwuchs, der jetzt den Beitrag sieht, dass er einfach anfängt. Wir waren ja am Freitag beim Heimspiel dabei. Es war spannend bis zum Schluss und es gab einen knappen Sieg für Höchstadt. Spannender kann Oberliga-Eishockey kaum sein. Die Höchstadt Alligators gewinnen ihr Match gegen Lindau am Freitag in der Overtime 4:3. Das erste Drittel bleibt zunächst torlos, dann nimmt das Spiel mit zwei Treffern im Mittelabschnitt Fahrt auf. Also wir wussten natürlich, dass Lindau spielerisch nicht so stark, aber kämpferisch sehr stark ist. Letztes Jahr, wir hatten, glaube ich, nur ein Spiel gegen die gewonnen, dreimal verloren. Wir wussten ganz genau, dass sie hart kommen werden, uns keinen Zentimeter auf dem Eis lassen. Und der hat man ja auch draußen gesehen. Ich meine, es waren nicht die besten Verhältnisse, aber wir hatten beide Mannschaften. Aber wir haben zum Glück einen Weg gefunden, das Spiel trotzdem zu gewinnen am Ende. Es geht weiter mit der Steigerung. Kurz nach der zweiten Pause treffen die Gastgeber aus Höchstadt erneut. Die Alligators behalten trotz eines weiteren Ausgleichs die Oberhand. Eine spannende Schlussphase bricht an. Ich denke, es ist 50-50 in der Overtime. Ich meine, der Nemo hat einen guten Zug gemacht mit dem Torwart rausnehmen. Ich glaube, das hat keiner erwartet in der ganzen Eishalle. Und da waren die ein bisschen überrascht vielleicht. Und in dem Moment hat der Anton das Ding gut getroffen und zum Glück hat es gereicht. Am Ende geht es in die Overtime. Nur 84 Sekunden später trifft Anton Seewald für die Höchstädter. Sieg für die Alligatoren. Die Stimmung im Stadion kocht. Ja, auf jeden Fall. Also die machen schon die ganze Saison über super Stimmung. Endlich wieder mit Fans hier in der Halle, weil das ist ein kleiner Hexenkessel auch, wenn ein paar Zuschauer da sind. Und die geben uns halt die letzte Energie auch zum Schluss in der Overtime. Und es macht einfach Spaß vor den Zuschauern hier. Mit 6 Siegen aus den ersten 8 Partien starten die Alligatoren stark in die neue Saison. Dennoch bleibt man in Höchstadt auf dem Teppich. Ich denke, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel. Wir haben uns das Ziel gesetzt, glaube Top 6 oder Top 8. Und da bleiben wir auch, weil wir wissen ganz genau, es kann auch mal sein, dass wir 4-5 Spiele verlieren, wenn es schlecht läuft. Und deswegen, wir genießen es gerade, aber wir versuchen immer hart zu arbeiten, jedes Spiel. Und wir gucken halt von Spiel zu Spiel. Das Ziel dieses Jahr ist klar, die Playoffs sollen schnellstmöglich erreicht werden. Ab da ist dann bekanntlich alles möglich. Ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Daniel, du gehörst, glaube ich, nach Höchstadt zum Eishockey. Selber jahrelang da gespielt, jetzt Teammanager. Was bedeutet es dir? Ich glaube, ganz viel. Ich meine, ich bin 2009 damals zurückgekommen eben in die Region, wo man im Nachwuchs ein bisschen andere Sachen ausprobiert hat, ob vielleicht doch noch was geht. Und dann über eine Ausbildung nach Nürnberg gekommen und dann einfach damals in der Bayernliga angefangen, dann eben über den Abstieg in die Landesliga und dann haben wir uns eben in die Oberliga hochgekämpft. Und ja, zum Abschied habe ich nochmal was anderes versucht, mit Schweinfurt zum Erzrivalen gewechselt. Wie konnte das passieren?
Ach, man musste doch noch mal was anderes ausprobieren. Und glaube ich, war auch für die Entwicklung für mich persönlich aber noch mal wichtig, einfach noch mal kurz was anderes zu sehen. War es dann auch gefühlt nur eine Saison. Und dann eben doch wieder zurück eben in die Heimat. Und ich glaube, der Verein, man sieht einfach das Potenzial, was da ist. Ich glaube, vor 3 Jahren hätte es keiner erwartet, dass wir uns als die Playoffs als Ziel setzen oder schon gar nicht zu sagen, Mensch, man ist zweiter oder dritter Platz nach 8 Spielen in der Oberliga. Und ich glaube, wir haben noch nicht das Ende erreicht. Da ist noch deutlich was möglich. Und ich glaube, der Spaß, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Der Spaß, weil ihr es auch ehrenamtlich macht in diesen Positionen, ist ganz wichtig. Ihr braucht ein großes Team, dass ihr den Spielbetrieb am Laufen haltet. Ja, genau. Ich glaube, das ist eben natürlich bei uns eben im Verein, wenn man sich überlegt, wie viele ehrenamtlichen Helfer wir da wirklich immer im Einsatz haben bei jedem Heimspiel, beim Training und. Das darf man einfach nicht vergessen. Natürlich, die Jungs verdienen Geld, aber drumherum, wir haben keinen Geschäftsführer, der das hauptberuflich macht. Ja, da arbeiten einfach alle und ich glaube, da sieht man auch, mit wie viel Leidenschaft, das ist, glaube ich, das richtige Wort, die Leute einfach dabei sind. Und da macht es natürlich noch mal mehr Spaß, wenn man denen dann doch schönes Eishockey zeigen kann. Leidenschaft brauchst du jetzt auch. Jeder Gast darf sich verewigen. Nimm dir den Stift, such dir ein Plätzchen aus, verrat uns, was es gibt. Autogramm, Bild. Ja, Autogramm. Ich bin nicht der beste Künstler. Ich schau mal, der Schrank ist schon relativ voll. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der Schönschreiber, aber das ich mal hin. Gar nix. So. Jawohl, dann Daniel, darfst du dich noch kurz hinsetzen. Wir sind fast am Ende. Ich sage noch, die nächsten Spiele Deckendorf, Tölz, Peiting. Ganz kurze Antwort, 3 Siege. Nehmen wir gerne mit. Wir arbeiten zumindest dafür. Daniel, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch. Grüß die Jungs. Sie sollen verletzungsfrei durch die Saison kommen. Vielleicht klappt es ja dann doch mit den hochgesteckten Zielen. Und das war die Toto-Sportkabine für heute. Wir sagen noch Tschüss und Servus.